Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Akuchi the Heartless. Und ja, genau, wir waren ja beim letzten Mal durch das Level Oinos gegangen und wir sollen jetzt auf den Friedhof Discord gehen, dessen Name doch von einem Chatprogramm, beziehungsweise unter Sprechprogramm geklaut wurde. Und ja, genau, ich muss noch mal kurz schneiden, weil das Spiel wieder abstürzt. So, ja, hallo zusammen, da bin ich wieder. ja, dann sagen wir irgendwann mal los. Discord, die Grabhügel. Sie brauchen einen Altar, um das Tier in ihnen freizulassen. Zwischen den Gräbern ihrer Ahnen liegen Zauber vergraben. Aha, also sie sollen also das Tier in uns freilassen. Ja, dann schauen wir mal, ne? Nach der Cutscene. Baron Samedi spricht von Totems, als wären sie Waffen gegen geistige Verderbtheit. So bin ich wohl das Totem des Barons, seine Waffe der Gnade. Eine Waffe mit Bewusstsein zu erfüllen, ist indes ein schrecklicher Fluch. Wäre es nicht um Keshos Willen, würde ich das Joch abstreifen und mein eigenes Schicksal suchen. Ah ja, okay. Also er ist eine Waffe mit Bewusstsein, Akuchi. Ja, wie gesagt, da muss ich mich erstmal wieder ein bisschen in die Steuerung reinfuchsen hier. Ich habe ja bis gerade Teng Shu gespielt. Feuersturm. Feuersturm, genau. Könnt ihr auch gerne reingucken in Let's Play Teng Shu. Wrath of Heaven spiele ich gerade. Und jo. So, dann haben wir hier hinten noch was, genau. Stromschlag. Stromschlag, das ist ein neuer Zauber. Zeige ich euch mal, schaut mal. Zack. So sieht er aus. Ist wieder Höllenschlag, nur ein bisschen was Besseres. Und hier unten ist auch noch was, schaut mal. Das sind nämlich hier so Viecher. Genau, direkt mal Gegner hier. Ah, so, zack, 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 zack. Ah, nee, jo, 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 alles klar. Und, nee, 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 nee. So, genau. Sieht das ekelig aus. Naja, egal. Da haben wir ja noch so ein Grab hier. Genau, ja, wir sind auf dem Friedhof der Verdammten. Beziehungsweise auf dem Friedhof der Unterwelt. Und ja, das Level ist ein bisschen, finde ich, passt sehr gut rein hier in diese Atmosphäre. Und genau. Müssen wir hier nämlich. Ah, nee, 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 Moment, ich erinnere mich an was. Hier war doch noch was. Genau, da, Gefangennahme. Ein Zauber hier. Sehr schön. Und da hinten. Gefangennahme. Und Geisterhiebe, ja. Ah! Oh mein Gott. Geisterhieb. So. Da war doch hier noch. Da hinten war doch ein Kopf, ne? Ich hab den doch gesehen. Da vorne seht ihr den nämlich. Da ist noch ein Kopf, genau. Und da haben wir hier noch. Genau, da können wir nämlich rüber. Hier rüber springen. Ja, sehr schön, dass ich wieder hier Akuchi mit euch spielen kann. Freut mich sehr. Auf jeden Fall. Und wem gefällt, was er hier sieht, kann ruhig abonnieren oder Like geben. Würde mich sehr freuen. Ah, jetzt bin ich wieder hier runtergefallen. Ich dödel, ey. So. Ja. Und so sieht's aus. Da würde ich mal sagen, gehe ich jetzt mal hier rechts hoch. Ah, und da haben wir hier. Was haben wir. Ah! Was ist das denn? Ein Clown, okay. Ein Clown-Gegner. Ah, du stirbst. So, usch, ja. Da ist nämlich noch ein Affe. So sieht das zumindest aus. Oder ein Mumie. Okay, da passiert nichts. Ah, jetzt kommt er. Oder was? Er ist aufgewacht aus seinem Schlaf da. Ah, ich muss erstmal hier. So, komm, greif an. Ne, der greift dich an. Okay, dann hast du auch so Pech gehabt. So, das war's mit dir, mein Freund. Da hinten ist der Stein. Den brauchen wir, genau. Yeah. Oh, das sieht richtig geil aus hier. Also echt so friedhofmäßig. Da ist noch einer. Den kill ich mal mit zwei Geisterhieben. Zack, zack. So, weg mit dir, mein Freund. Gott sei Dank. Hätte ich nämlich fast hier die Voodoo-Puppe vergessen. Und ja. Ah, mir gerade nicht runterfallen. Hier sind nämlich Abgründe. Genau wie bei Teng Shu, hier sind auch sinnlose Abgründe. Ja, die Seele hier habe ich nicht bekommen, leider. Egal, komm. Zack. Jetzt kommt die geile Mucke hier. Ich mag diese Mucke. So, hier sind nämlich jetzt Gegner hinter. Das weiß ich noch, aber wie mache ich die denn am besten? Ich glaube hiermit.
Da sind die Gegner. So, zwei Mumien. So, zack, 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 zack. Genau, sehr schön. Hier unseren Laserball hier. Jetzt haben wir hier nämlich auch wieder ein Geräusch. Aber egal. Geht's mal weiter, genau. Ah, stopp. So, jetzt. Und zack. Genau, sehr schön. Mumie. Das soll Mumien darstellen im Übrigen. Ah, hier gibt's ja die Taktik, hier das zu machen. Und genau, so. Da war nämlich das Nest von denen hier. Da sind die nämlich rausgekommen immer. Und genau, jo. Ah, jetzt ist hier wieder. Ah, jetzt ist hier wieder. Da sind jede Menge Gegner hier. So. Und da ist die Mumie weg. Und komm schon hoch hier. So, ich habe den Zauber erneuert. Ah, der haut ab. Das ist doch ein feige Sau da vorne. Und. Ah, ich kann auch schießen, du Blödmann. So. Ah, da ist jetzt wieder dieses komische Geräusch, aber ist egal. Düll. So, zack, zack. Da haben wir hier die beiden Puppen. Ach, das Geräusch nervt wieder. Aber ist egal. Ich denke, das. Ja, das nervt schon, aber. Ich denke, das Level kann man trotzdem genießen hier. Immer wenn ich diese Gefangennahme mache. Keine Ahnung warum. Egal. Und spring da hoch. Sehr schön. So, dann gehen wir mal hier hoch, nämlich. Springen zurück. Und können abspeichern. Aber erstmal. Erstmal die Mumie da killen, genau. Zack, 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 zack. So. Sehr schön. Das Geräusch mache ich jetzt nicht weg. Da muss ich wieder schneiden und so. Und ja, im Moment müssen wir erstmal damit leben. Dass es hier ein Geräusch gibt. So. Dann gehen wir mal weiter hier. Da ist nämlich noch einmal hier so ein Gefangennahme. Obwohl, man müsste eigentlich vermeiden, dass man den Zauber castet, ne? Aber ich mag diesen Zauber. Gefangennahme ist cool. So, wo war das denn jetzt? Wo müssen wir denn zuerst runter? Da vorne. Da ist nämlich das der Bonus. Sozusagen. Genau. Haben wir nämlich hier unten. Hier ist nämlich irgendwo ein Kopf drin. Genau hier. Seht ihr das? Und hier, da ist halt ziemlich nah am Abgrund ein Herz. Sehr schön. Da haben wir hier halt noch hier so ein Grab, genau. Gute Puppen schön einsammeln, Akuchi. Mann, das Geräusch, das nervt schon. Aber, ja, keine Ahnung, wenn ich den Zauber wieder mache, dann kommt das Geräusch wieder. Es könnte sein, dass das mit den Plugins zusammenhängt. Ich habe keine Ahnung. So, dann haben wir hier den Zauber geholt und können wir weitergehen. Boah, das hört sich an wie so ein ganz altes Mikrofon von einer Webcam, ey. Dieses komische Geräusch hier, ey. Ah, ist egal. Komm. Ich mach den Zauber halt gerne, deswegen. Also, ja. Ich kann doch jetzt nicht immer neu schneiden, wenn ich den benutze. So, boah, das war knapp. So, dann gehen wir zurück. Dann können wir jetzt mal hier lang. Aber wenn die Musik laut ist, dann hört man das ja auch nicht so, ne? So, jetzt gibt's hier nochmal eine neue Party. Genau! Schaut mal. Kommt mal hier rüber. So, zack, 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 zack. Ah, nochmal. Komm. Und yo. Genau so. Zack, zack. Hier hinter war der Stein. Genau hier. Ah, nimm ihn dir. So. Und die Kamera wieder. Und zack. Genau. Neue Kugel aufgemacht. Ah, noch eine. Komm. Wie viel kommen denn da raus? Kommen da jetzt unendlich raus, oder was? Ne, das war's, okay. Irgendwann hört's auch so auf. Alles klar. Dann haben wir jetzt hier sowas, okay. Ah, hoch hier, genau. So, dann haben wir nämlich. Ah ja, genau, ich erinnere mich. Wir können erstmal die Mumien da hinten killen. Moment. So, Geisterhiebe. Ja, die kann man hier schon killen, alles klar. Moment, dann mache ich das doch so. Und kill die so. Ah, wenn man es denn könnte. Ja, ja, man kann das so machen, genau. Kill die, kill die, kill die, kill die, kill die, kill die. Komm, die stehen doch drauf. So wie die aussehen. So. Okay. Und da ist der nächste. Und zack, 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 zack. Treffe ich die überhaupt? Ich glaube nicht, hä?
Der lebt immer noch, okay. Egal, komm, ich verballer jetzt einfach mal meinen Zauber auf die. In der Hoffnung, dass ich die doch irgendwie... Ja, der eine ist tot, okay. Den anderen kriege ich mit Stromschlägen. Gucken, wie der läuft. Ah, der hat aber kein Muster. Nicht so wie bei Tengshu. Die laufen hier automatisch generisch rum. Gut, haben wir die schon mal gekillt. Gehen wir mal hier runter. Und genau, holen uns das hier. Oh, sehr schön. Hier ist irgendwo noch eins. Genau da vorne. Und zack. Sehr schön. Oh, so. Richtig coole Sounds hier auch. Gut. Haben wir das geschafft? Ja, ich könnte aber einen Speicherpunkt gebrauchen. Hä? Ich habe bis jetzt immer noch keinen Speicherpunkt gehabt. Ja, egal. So, dann schauen wir mal, dass wir da hinten rüberkommen. Ein wirklich sehr geiles Spiel, der Gucci. Also, ja. So, dann geht's mal weiter hier. Da ist der Stein, genau. Den habe ich gesucht. So, und dann hier zack, 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 zack. Geil. So. Bam. So. Ah, wieder hier. Tick, 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 tick. Die geile Mucke, ey. Ich glaube, ja, das kann ich euch mal zeigen. Wir müssen da oben hoch. Und wie ihr seht, da oben, da hängt schon so eine Leiter rum. Aber die ist noch nicht hoch runtergefahren. Das machen wir, indem wir jetzt hier oben den Stein sammeln. Genau, der ist nämlich da hinten. Tick, 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 tick. Und zack. Ich mag diese Luftrolle einfach. Ich weiß nicht warum. Es sieht einfach geil aus, wenn du die machst. So hier, zack. So. Und jo. Legt ihn da drauf. Und los geht's. Das Ding kommt nämlich jetzt runter. Ziemlich aufwendig, ich weiß, aber das ist halt hier so gewollt. Ich weiß auch nicht. Ist halt die Hölle, ne? In der Hölle ist alles ein bisschen aufwendiger gestaltet. So. Sonst wäre es ja auch kein Trials-Spiel, ne? So, haben wir hier ein bisschen... Ah, die blöde Kamera wieder, ey. Irgendwie zentrieren. So, genau. Ah, diese Kamera, ey. So, jetzt und dann jetzt hier, genau. So, ich habe nur noch 3 Zauber. Ah, Ruckler, Ruckler. Oh mein Gott. Oh, scheiß Ruckler. Mach doch nichts, mach doch nicht sowas mit mir. Mein Gott. Ah, da hinten ist wieder so ein... Digga, wir werden 2 Geister hier platt machen. Nein, warum hat er nicht getroffen? Ah, mein Gott. Okay. Ah, jetzt kommen die da raus aus dem Nest oder was. Und zack. Ja, sehr schön. Das ist das Nest von denen anscheinend. Oh, da ist noch einer. Ey, vergiss es. Oh, Gott sei Dank. Oh, schaut mal da hinten. Da hinten ist so, sind so wieder so Nashörner. Ach du Scheiße, ey. Aber hier unten ist erstmal noch was. Oh Gott. So, okay. Speicherpunkt. Und da hinten ist noch mal ein Grab. Das hole ich mir natürlich, ist klar. Aber diesmal mit keinem Drehsprung, weil der springt dann nicht so weit und dann würde ich hier runterfallen. So, und zack, spring! Gott sei Dank. Gut, dann geht's mal wieder hier hoch, ne? So, dann einmal so und einmal so. Kann ich schon mal ein Dings da hinschießen. Ich habe nur noch Gefangennamen. Oh, das wird lustig jetzt gegen den. Ha, und? Ha, 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 Ruckler! Oh mein Gott. Boah, Gott sei Dank, ey. Kann ich warten, bis der Ruckler aufhört? Ach, der läuft hier einfach rum, okay? So, zack, 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 zack. Mach den. Oh, zack, zack, zack. Ich habe hier 2 Blitzer. Komm, 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 komm. 2 Blitzer reicht nicht, oder was? Doch, okay, sehr schön. Puh, Gott sei Dank. Ah, schaut mal. Wenn wir da hingehen, passiert das hier. Verfallen wir uns in einen Wolf. Zack, das ist geil. So fällt es uns jetzt nämlich extrem leicht, gegen diese Dinger hier zu kämpfen. Ah, scheiße. So, zack, 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 zack. Genau. Boah, wir sind ein Wolf, schaut mal. Das sieht geil aus. So, ja, genau, wir sind nämlich ein Wolf. Das hat der Baron ja gesagt, dass wir uns in den verwandeln müssen. Und genau. Dann würde ich sagen... Oh, schade. Ich wollte jetzt nämlich möglichst schneller hoch.
damit wir den Effekt noch länger nutzen können, weil er verschwindet nämlich jetzt gleich. Seht ihr, dass der verschwindet? Ich wollte eigentlich noch diese Gegner da killen, aber das ist nichts gewesen. Die hier, dieses Nest da. Aber, ach nee, okay, doch. Ist doch noch relativ gut gegangen. Na, jetzt kommt eine schwierige Stelle. Da muss ich erstmal ein bisschen abwarten. Und, ach, so. Hier bin ich nämlich bei meinem alten Let's Play voll oft runtergefallen. So, aber jetzt diesmal nicht. Und, Alex! Oh nein, ich bin wieder runtergefallen. Oh, scheiß Lex. Ja, jetzt schiebe ich es wieder auf die Lex, aber es sind nicht die Lex immer. Das war diesmal, glaube ich, meine Blödheit. Und genau. Ah, dieses Geräusch nervt. Aber ja, ist egal. So, dann nochmal abwarten und zack, da geht er drauf. Gut. Okay. Dann auf den Stein drauf. Sehr schön. Und jetzt da hinten drauf. Gut. Aber das ist gemein hier, ey. Und ja, es ist geschafft. So, sehr schön. So, ich glaube, das war's jetzt. Das war's mit dem Level. Wie viele? Ja, wir haben alle Köpfe. Ihr werdet euch wundern, hä? Wieso haben wir alle Köpfe? Es sind da erst drei. Ja, es sind erst drei, aber schaut mal hier hinter. Da ist der letzte. Ziemlich gut, oh, ziemlich gut versteckt. Und genau, ich mache hier mal ein Safe State, damit die Technik wieder nicht wieder verrückt spielt. Ne, gut, okay. 20 von 20, sehr schön. Fahr fort. Und wehe, das stürzt jetzt wieder ab. Sehr schön. Das Tor nach Stygia steht offen. Okay, Stygia. Um das Geistertor zu erreichen, musst du die Statue des Schlangengottes Malua wieder aufbauen. Benutze sie als Leiter zur Hochebene. Ah, Sound. Dort findest du das Geistertor. Okay, Stygia. Ja, das ist doch mein Lieblingslevel. Aus dem ganzen Spiel hier, Stygia. Das ist ein ziemlich geiles Level. Ja, Freunde, aber wie wir das durchschreiten, würde ich sagen, sehen wir erst das nächste Mal. Ich würde es so machen, ich gehe beim nächsten Mal schon mal rein, um wieder irgendwelche Schnitte zu vermeiden. Oder nee, ich mach's nicht. Ich probiere einfach nochmal weiter mit der Grafik einstellen, ein bisschen rum. Jo, alles klar. Jo, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wem es gefallen hat, der lässt doch gerne ein Like oder Abo da. Und genau, dann würde ich sagen, wünsche euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, ne? Ciao, ciao.